Ich komme gerade vom Streaming nach Hause. Ich habe mir was vom Mac gesnackt. Das Essen wird jetzt kalt, ist mir scheißegal. Wo ist mein Strohhalm? Nintendo droppt aus dem Nichts. Aus dem Nichts droppt Nintendo einen neuen Paper Mario Trailer. Paper Mario The Origami King Announcement Trailer. Holy shit. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich liebe die Paper Mario Reihe. Und wir werden uns jetzt das gemeinsam angucken. Wir werden es zweimal angucken. Beim ersten Mal werde ich so gut wie gar nichts pausieren. Beim zweiten Mal werden wir uns die Szene ein bisschen genauer angucken. Ich würde sagen, ich nehme jetzt auch einen Sip aus meinem Getränk. Let's go. Ich bin turbo-hyped. Color Splash-Grafik. Aber die hat mir eh schon mal gefallen. Ist das jetzt... Ist das der Artstyle der Charaktere oder ist das jetzt dieser Origami irgendwas? Ist das ganze Spiel jetzt ein Origami... Nee, okay. Da unten ist der normale Mario. Will you increase yourself and be reborn like me? Willst du als ich wiedergeboren werden? Oder wie ich wiedergeboren werden? Falsche Antwort, richtige Antwort. Es juckt nicht. Deine Antworten sind papierdünn. Okay. Goodbye. Okay. Okay, oh, war das Bowser? Und ist das der Origami-König? Ist das der... Moment mal, haben wir einen neuen Bösewicht? Wir haben einen neuen Bösewicht! Bowser ist nicht der Bösewicht! Der schickt irgendwelche Geschenkbänder irgendwie aus. Oh Gott! Mario chillt mit Bowser zusammen! Kämpfen die gemeinsam mit Bowser? Okay, Color Splash. Oh mein Gott, okay, es passiert so viel. Ist das unser neuer Begleiter? Die Grafik! Die Grafik! Was ist das für eine neue Fähigkeit? Bowser Jr.? Ein Archäologe. Oh mein Gott. Okay, der kann das abreißen. Sechs Welten? Waren das sechs Röhren? Sechs Welten, ne? Ist das eine Oberwelt? Ist das eine Overworld? Haben die gerade... Ah, es passiert so viel! Ein riesen Gummiband-Gegner, what the hell? Eine Schildkröte, sah aus wie ein Pokémon. Paper Mario... 17. Juni! Oh mein Gott, das ist in 2 Monaten! Als ob die einfach in 2 Monaten neues Paper Mario droppen! Holy... Metroid... Das ist ein Teaser. Das ist zu 100% ein Teaser, dass das neue Metroid bald kommt. Ich hab so Gänsehaut. Ich hab so Gänsehaut. Die droppen einfach aus dem Nichts einen neuen Trailer. Okay, okay. Und jetzt nochmal ganz in Ruhe anschauen. Jetzt nochmal ganz in Ruhe schauen, Freunde. Wir fangen entspannt an. Wir haben Color Splash Grafik. Finde ich gut. Die hat mir sehr gut gefallen. Es scheint einen Bösewicht zu geben, der Papier neu falten kann, ne? Was halt Origami ist. Und... Will you increase yourself and be... Der fragt Mario, willst du so wie ich wiedergeboren werden? Wir sind im Peach-Schloss. Mario findet das Peach-Schloss, das Mario 64 in Odyssey. Erkennen wir an der bunten Sonne, auf der Mario steht. Peach-Schloss. Den Aufbau kennen wir. Ich finde, wir lernen jetzt schon viel über den Charakter des Bösewichts. Er ist keiner, der ausrastet oder keiner, der irgendwie jetzt übelst eskaliert, so wie Bowser. Er redet sehr ruhig und langsam. Das ist so ein ganz beherrschter, überlegter Bösewicht. Finde ich geil. Ich finde solche Bösewichte viel geiler als die, die so super hysterisch sind. Goodbye. Na, also so übelst auf, ne. Okay, der feuert Mario wahrscheinlich irgendwie in die Verliese oder so. So, und jetzt sehen wir schon das Erste. Wir haben normale Papierleute. Oder Papier-Charaktere, das ist hier der Shy Guy oder der Hammerbruder. Und wir scheinen jetzt neue Origami-Gegner zu haben. Wahrscheinlich alle, die aus Origami sind, gehören zum Origami-König. Und alle, die in der Optik sind, gehören wahrscheinlich zu uns. Hier, Bowser wurde gefaltet und festgenommen. Okay, also der Origami-König hat wahrscheinlich Bowser festgenommen. Und hier sehen wir den Schatten von zwei Origami-Shy Guys, die einen Koopa, glaube ich, halten. Also die Origami-Gegner überfallen die normale Papierwelt. So, genau, und da verwandelt er sich jetzt in diesen... Genau, genau. Okay, der scheint wohl jegliche Form annehmen zu können und so wird der neue Bösewicht aussehen. Das ist wahrscheinlich der neue Bösewicht des neuen Paper Mario Spiels.
feiere ich. Der sieht richtig episch aus. So ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen an Ghirahim aus Skyward Sword. Ein Origami-Plot, eine Origami-Geschichte. Er nimmt das Schloss ein, entfaltet sich. Und er schickt jetzt diese Geschenkbände in die Welt raus. Oder er holt sie aus der Welt. Er holt sich irgendwie die Farben aus der Welt oder das Papier aus der Welt oder... Ich weiß es noch nicht genau und versucht das Schloss jetzt irgendwie so einzunehmen. Genau, und dann kam der Schallgeiler und Mario flüchtet mit Bowser. Und da ist, glaube ich, auch, das müsste unser Begleiter sein. Das ist wahrscheinlich das, was Kersti oder Fabian aus Sticker Star oder Color Splash waren. Der Dude, das ist wahrscheinlich unser freundlicher Begleiter, der irgendwie nicht mit dem zufrieden ist, was dieser König macht. Und dann rettet uns der Schallgeiler in dieser Clownskutsche. Okay. Wir haben 50 Leben. Das ist gleichzeitig die Lebensanzeige. Wir haben irgendeinen Beutel. Keine Ahnung, was das für eine Fähigkeit ist. Und die Grafik ist ultra schön. Ne? Color Splash-Grafik. Habe ich schon damals geliebt. Wir scheinen irgendwelche riesen Pappmaché-Gegner zu haben, die hier solche, die Papierwelt essen. Da ist nochmal unser Begleiter. Me, well, I'm Bob-Omb. Okay, wir chillen mit Bob-Omb in so einer Bahn. Oh, die Grafik, Leute. Okay, da oben haben wir 70 HP. Also irgendwie kann man die HP erhöhen. Entweder wahrscheinlich über Level-Ups oder über irgendwelche KP Plus, wie ein Sticker Star. So, hier haben wir schon mal einen Toad mit so einem Hut. Okay, ich hoffe, also die Toads scheinen immer noch vorzukommen. Ich hoffe, sie geben den Toads mehr Persönlichkeit. Allein schon durch Outfits ist das gut möglich. Das ist auch crazy. Mario scheint irgendeine neue Fähigkeit zu bekommen, mit der so Hände sich wachsen lassen kann. Bowser Jr. Hier in irgendeiner Pyramide. Hier hat man es auch wieder gesehen. Na, Toads kriegen mehr Outfits. Ein Archäologie-Toad mit so einer Schaufel und so. Mario düst in irgendeinem Schuh durch eine nächtliche Wüste mit dem Turm. Da sehen wir auch dieses Geschenkband gerade durchs Bild fliegen. Irgendwie scheint dieser Origami-König so bunte Papierbänder durch das ganze Pilzkönigreich geschossen zu haben. So, eine Flucht von dem Felsen. Irgendwelche Papierjets. So eine Szene kennen wir auch schon, da wo man von dem Felsen wegrennt. Auch bekannt. Oh, guck mal. Da hat man gerade gesehen mit den Joy-Cons. Pull, man kann das wahrscheinlich danach... Ah! Oh Gott, ist da Joy-Con-Pflicht? Ich hoffe nicht. Aber es kann sein, dass ich den rechten und den linken Arm von Mario mit den jeweiligen Joy-Cons zocken muss. Eventuell. So, das ist auch super spannend. Wahrscheinlich steht das dafür, dass wir 6 Welten haben. Wir haben aber im gesamten Trailer keine Oberwelt gesehen, soweit ich weiß. Eventuell ist das auch nur ein Teil von einem Level und ein Level teilt sich in irgendwie 6 Abschnitte auf. Oder wir können irgendwie von einem Hub in der Mitte, vielleicht ist es eine riesen 3D-Welt und das eine Abkürzung. Hatten wir so ähnlich in Paper Mario 2, erst letztlich Let's Played auf meinem Zweitkanal. Da war es ja auch so, da war man in der Mitte der Stadt, da war man in Rohling und von da gab es überall Röhren in die verschiedenen Gebiete. Könnte genau sowas sein. Vielleicht trennen sie sich vom Level-System aus Color Splash und Sticker Star. Okay, wir angeln den riesigen Cheep-Cheep. Warte mal, da hat man gerade noch irgendwas im Hintergrund gesehen. Wartet. Ach nee, das war nur ein Block, okay. Das ist auch, das könnte irgendein Minispiel sein oder so. Great Lineup, Attack, keine Ahnung, I don't know. Das ist ein riesiges Casino, irgendwie so ein Orient-Casino, ne? Wir sehen im Hintergrund diese Türme, das sieht ein bisschen aus wie der Taj Mahal von Sniffits. Oh, das könnte in der Oberwelt sein. Seht ihr unten, ne? L, Open Sea Chart, öffne Seekarte. ZR ist Boost, mit dem linken Stick kann man moven, man kann sogar tauchen. Und man kann auch irgendeine Stadt zurückkehren auf B. Okay, das könnte eine 3D-Oberwelt sein. Zum Beispiel diese Insel hier, die könnte ein Level sein. Vielleicht so ein bisschen wie ein 3D-World. Sie scheinen sich aber von der klassischen 2D-Oberwelt getrennt zu haben, wie ein Sticker Star und Color Splash. Okay, da haben wir jetzt Bowser befreit. An dieser Klammer wurde er am Anfang festgehalten. Da, genau, da flüchtet er. Das ist einfach irgendein Lava-Level. Und das ist halt auch spannend, ne? Das Kampfsystem sieht extrem aus wie ein Color Splash. Wir haben schon wieder Massen an Toads hinten. Oh nein, bitte nicht. Und ich glaube, man hat am Anfang noch was gesehen. Das ist gerade verschwunden. Hier, Shiny Boots. Das könnten Sticker oder Karten sein, so wie aus den vorherigen Teilen. Dann würden die Leute wieder ausrasten, weil sie dieses Kampfsystem nicht gemocht haben. Wir haben aber nicht gesehen, wie Mario diese Attacke ausgewählt hat. Es könnte auch sein, dass er einfach die Sprungattacke ausgewählt hat, wie wir es aus den vorherigen Teilen hatten. Und weil er halt die Shiny Boots gerade besitzt, wird halt diese Attacke angezeigt. Wir wissen noch nichts über das Kampfsystem. Es könnte aus einem Menü ausgewählt worden sein. Es kann aber auch sein, wie in Color Splash oder Sticker Star, dass man irgendwelche Karten oder so sammeln muss. Aber es sieht nicht so aus. Ich glaube, Mario hat einfach aus einem Kampfmenü die Sprungattacke ausgewählt und er trägt halt gerade die Shiny Boots, weil es halt seine Sache ist. Und ich glaube nicht, dass wir wieder sowas wie Sticker oder so haben oder wie Kampfkarten. Aber ansonsten, okay, warte mal, hat man da gerade was gesehen? Wo haben die drauf geguckt? Warte. Da, okay, ach nur, jetzt sind so nur Ninja-Dinger. Okay, dann.
Decke, genau. Irgend so ein riesen Gummibandgegner. Irgendwelche coolen 3D-Bosse. Hoffe ich, feiere ich. Genau, das ist nochmal so ein riesen Papierflieger, wo wir aus der Luftschiffregatte hier weggezündet werden. Aber wir sehen hier schon, Mario chillt hier mit einem Magi-Cooper. Vielleicht ist es auch der eine Kamek. Und mit Bowser Schergen auf einem Schiff. Also alle normalen Papierformen scheinen sich zu vereinen. Mario scheint mit Bowser Jr., mit Bowser, mit Kamek, mit allen gemeinsam gegen den Origami-König zu kämpfen. Geiles Szenario. Sehr schön. Sehr schön. So, da kommt diese Schildkröte aus dem Bonus. Das war safe ein Boss. Weil die Schildkröte war auch wieder in diesem Origami-Stil gehalten, ne? Riesige 3D-Bosse. Feier ich des Todes. Genau, und da chillt, das ist Bowser, so zusammengefaltet. Mario und sein Origami-Partner chillen vor Peach Schloss vermutlich, weil ja der Origami-König Peach Schloss eingenommen hat. Und dann droppen sie es einfach in 2 Monaten. Oh mein Gott! Ich freue mich des Todes! Ich freue mich des Todes! Ich freue mich auf mehr Infos, die wir bekommen. Endlich habe ich was, worauf ich mich freuen kann. Und das ist halt auch geil. Ich bin jetzt nicht der größte Metroid-Fan, muss ich zugeben. Vielleicht gebe ich dem neuen Metroid mal hiermit einen Versuch. He certainly looks intimidating, he's battling something. Ich glaube, das ist ein Teaser. So wie sie in der Smash-Vorstellung angekündigt haben, dass Animal Crossing bald kommt, kündigen sie jetzt in Paper Mario an, dass Metroid bald kommt. Das wird Metroid-Fans sehr freuen. Und schaut mal, hier ist sogar ein Donkey Kong-Face. Kommt vielleicht bald ein neues Donkey Kong? Hype. Hype des Todes. Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und ja, lasst uns diskutieren. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Endlich wieder irgendwas. Endlich mal wieder ein Spiel, worauf wir uns freuen können. Danke, Nintendo.